Wenn die Sonne über dem Bosporus untergeht, bilden sich auf den Plätzen der türkischen Metropole Istanbul lange Schlangen. Die Menschen warten auf Iftar, das Abendmahl, mit dem im Ramadan das tägliche Fasten gebrochen wird. Doch es ist nicht nur die Gemeinschaft, die viele herlockt. In den Zelten gibt es das Essen kostenlos, bereitgestellt von den Behörden. Zu Hause selbst zu kochen, können sich viele Türken angesichts der hohen Inflation nicht mehr leisten. Wenn man mal nachrechnet, hat niemand genug Geld, um sich das Essen noch zu leisten. Dieser Ort war früher nicht so voll. Heute waren fast 2000 Leute da. Mit den Preisen ist das so eine Sache. Die Türkei steht in Flammen. Fragen Sie nicht nach den Preisen. Wir persönlich sind gerade glücklich. Wir sind froh, dass wir hergekommen sind. Aber die Leute leiden. Die Inflationsrate in der Türkei stieg im Februar nach offiziellen Angaben auf fast 70%. Nach Angaben einer Gruppe unabhängiger Ökonomen war sie tatsächlich aber fast doppelt so hoch. Vor allem Lebensmittel sind teurer geworden. Fleisch können sich viele Menschen gar nicht mehr leisten. Umso mehr freuen sich diese Menschen, Iftar in Gemeinschaft feiern zu können und ihre Geldsorgen zumindest kurz zu vergessen.